So, jetzt gibt es noch ein zweites Video von mir. Ich habe ja gerade das Drag Racing Video gemacht, dass man da die APs nicht cheaten kann. Jetzt mache ich nochmal ein zweites, um euch zu zeigen, dass im Tower Defense ein Cheatschutz drin ist. Zwischen einem Detektor, der eben zum Beispiel GameCH erkennt. Wie man es hier sieht, läuft das gerade im Hintergrund. Starten wir mal Tower Defense, wenn ich es finde. Aber ich muss, glaube, wenn ich mich richtig erinnere, ist der Cheatschutz nämlich in allen Spielen vom Come to Us. So, Tower Defense, wo haben wir dich? Da ist Tom und da ist Tower Defense. Man sieht, Memory Hack Application detected. Shut down this application and run again after Memory Hack. Is killed. Aber für die, die es nicht geschafft haben zu lesen, ist absolut terminated. Das ist bei allen Come to Us Spielen. Zum Beispiel Swingshot. Was haben wir hier noch von Come to Us? Price Clubs ist auch von Come to Us. Ne, das ist von Game Circle. Das ist Game Circus. Derby Days. Sorry, ich kann kein Koreanisch, aber ich weiß ja, was da steht. Das ist nicht von Game. Von Ge Come to Us. Das war's auch mit allen Come to Us Spielen. Das ist leider ein Nachteil. Also, wer Spiele von Come to Us hat, muss ich euch enttäuschen, die könnt ihr mit GMCH nicht cheaten. Behacken. Es gibt zwar noch das andere Programm, was ich auch genutzt habe. Und zwar Mim Spectre. Aber das funktioniert leider nicht so, wie man es braucht. Jetzt ist GMCH aus. Wenn ich mich jetzt nicht irre. Starten wir nochmal Tower Defense, dann erkenne ich es ja. Immer noch im Hintergrund. Ich hab's auch ausge. Ach ja, stimmt, aber wenn ich Start kille, dann heißt es nicht, dass es aus ist. Jetzt ist es aus. Nee, immer noch nicht. Hä? Moment mal kurz. Warum läuft das jetzt immer noch? Starten wir mal Games. Ja, das war jetzt nicht geplant. Nuke Games, ja. So, Menü. So, jetzt habe ich es gekillt. Ist der Waterfall geschaltet? Jetzt startet es ganz normal. Aber wer jetzt denkt, okay, er erkennt Games ja nur in der Startphase. Kann ich zeigen. Toll, wenn man sieht, Tower Defense ist im Hintergrund. Jetzt darf ich Games ja. Jetzt startet das Ding nicht nochmal. Jetzt gehe ich wieder in Tower Defense. Zack. Und Tower Defense hat sich der beendet, weil es den Memory Hack erkannt hat. Und das ist leider bescheuert. Und das wollte ich eigentlich nur mal zeigen, dass es da immer Probleme gibt. Es gibt mal, ihr könnt zwar mal mit dem
Memory Specter versuchen, aber der wird nämlich nicht erkannt, aber mit dem irgendwelche Werte verändern ist leider sehr, sehr zeitintensiv und kompliziert. Ich hoffe, das hat euch schnell geholfen und ich mache hier mal einen Feierabend, um das Video Nummer 3 aufzunehmen.